Die Energie. Ich bin damals, als ich das erste Mal hier angekommen bin, bin ich aus dem Flughafen rausgekommen und habe gedacht, wow, krass, was ist das denn für eine Energie? Ich hatte echt das Gefühl, ich bin zu Hause. Das ist so, die Zeit steht still. Ich habe früher immer so mentale Fantasiereisen gemacht, so durch Wälder und durch Landschaften. Und dieses Gefühl, so die Zeit steht still, ich bin da, wo ich hingehöre, das hat mich direkt im ersten Moment damals schon ergriffen. Und das ist nie weggegangen. Ich habe hier Freunde seit vielen Jahren. Wir haben hier eine kleine Hilfsorganisation. Wir sorgen dafür, dass Kinder in die Schule kommen. Oder im Urwald, dass die Kinder von alkoholabhängigen Eltern, dass die was lernen, dass die in die Schule kommen, dass die was zum Beispiel auch Krieger lernen oder die Mädchen, dass sie so tanzen. Und ja, da hatten wir neulich Tag der offenen Tür, da waren über 2.500 Kinder. Also wir stellen da richtig was auf die Beine hier. Und es ist manchmal auch neben dem, dass natürlich das monetär wichtig ist, aber auch einfach total wichtig, dass jemand da ist, der sich interessiert, der mal gucken kommt, der da ist, der Anteil nimmt. Immer auf Bali ist beides, weißt du. Den Lamborghini und dann hinter die Oma die Pfandflaschen, also die Plastik sammelt, weil sie das nach Kilo abgerechnet kriegt. Bitterste Armut und alles.